Jede Menge Werbung. Marvel. Wir erleben es immer häufiger. Mächtige Menschen, die nach unten treten. Aber die Avengers waren anders. Daran habe ich fest geglaubt. Ich denke, das alles ist aus einem guten Grund passiert. Vielleicht habe ich darauf immer gewartet. Vielleicht bin ich endlich Teil von etwas Größerem. Die Brücke, Abu, siehst du? Wurde auch Zeit. Oh, diese Sitze sind vielleicht unbequem. Sie ist wunderschön. Wieso heißt sie Golden Gate Bridge, wenn sie gar nicht aus Gold ist? So viele andere Kids. Und bestimmt sind ihre Geschichten alle super. Wettbewerb ist etwas, das uns stark macht. Und wenn Ihnen meine Geschichte nicht gefällt? Wenn sie nicht reinpasst? Sie muss perfekt sein, weißt du? Bei deiner Geburt, da meinte dein Bruder, du hättest Kulleraugen. Was? Aber für mich waren sie das absolut Schönste, was ich jemals gesehen hatte. Wir sind alle einzigartig, Kamala. Du solltest stolz darauf sein, wer du bist. Ich hab dich lieb, Abu. Und ich dich noch mehr. Und ich bin sicher, du wirst das hier gewinnen. Oh, stell dir das mal vor. Und der Preis für die beste Fanfiction geht an die Avengers gegen die fiesen Kanalechsen von Kamala Khan. Und das Publikum rastet aus. So gefällt mir das. Aber du weißt, was zählt. Sieg oder nicht? Oh, ein guter Mensch sein ist wichtig. Oh, Peter, gut ist nicht, was du bist. Gut ist das, was du tust. Das ist mein Mädchen. Leute, wir nähern uns den Avengers West Coast Headquarters zur Linken und landen in Kürze auf der Chimera. Komm, Abu, schnell! Schon gut, immer mit der Ruhe. Okay, holen wir mein Abzeichen. Fanfiction-Wettbewerb, ich komme! Zu einer neuen Episode und zwar Marvel Avengers. Willkommen mit dabei ist Papa. Ich bin so gespannt auf das Deck der Chimera. Dann sollten wir loslegen. Schön, dass ihr alle eingeschaltet habt zu einem neuen Spiel. Und zwar kann gerade mein Papa bewegen, weil Papa will gerade was machen. Genau, ich bin jetzt hier dieses Mädchen. Eugene spielt natürlich wieder mit, sobald wir zwei spielen können. Wir müssen dann nur noch mal gucken, wie das alles funktionieren wird. Ja, das Spiel kommt eigentlich erst in 4 Tagen. Beziehungsweise, wenn ihr es seht, in 3, im 4. Aber wir haben die große Ehre und dürfen es heute schon spielen, ne, Eugene? Ja. Wir freuen uns mega drauf. Ja. Also, ich und Papa sind richtige Avengers-Fan und wir mögen halt die Avengers richtig. Genau, so Superhelden allgemein, ne? Batman gucken wir auch gerne. Joker haben wir vor kurzem geguckt, auch wenn das nicht ganz einer ist für Eugenio, aber... also der Film war nicht unbedingt kinderfreundlich. So, hier werden auf jeden Fall die Avengers. Fotomodus starten. Was drückt Option und drücke dann... Warte, Option. Bedienmodus frei wollen. Und was soll ich machen mit Fotomodus? Mit Foto geprüft. Und Screenshot. Hä? Drücke Option. Warte, mache ich. Jetzt diese Touchpad. Und jetzt Touchpad. Da, Fotos machen. Und kreisen frei.
Ach so. Ah, so kann ich jetzt fotografieren. Ja. Und wie? Hinter dem Raum rauskommen. Warte. Braucht man das denn? Ich habe keine Ahnung. Nach oben, nach unten. So einmal bitte kennen. Und kreisen. Frei. So, Linse aus, Distanz, ja, ja. Okay, und wie fotografiere ich? Das möchte ich gerade auch gerne. Was hast du jetzt gemacht? Jetzt habe ich Kreis gedrückt. Aha, du musst alles neu machen. Ach, keine Ahnung, brauchen wir nicht. Warum keine Fotos? So. Ziemlich cool, aber ich will sie auch in echt sehen. Black Widow. Sie ist echt knallhart. Tor. Ob er in Wirklichkeit auch so groß ist? Und Hulk. Hulky Boy. Wow. Zum Glück bist du nur eine Statue. Iron Man. Iron Man. Willkommen zum Avengers Day. Hallöchen. Hallo Finalistin, wie heißt du denn? Kamala Khan. Und das ist mein Dad. Yusuf. Die Khans, sehr schön. Du solltest an unserer Comic-Schnitzeljagd teilnehmen. Sammle alle 5, dann darfst du auf den VIP-Balkon. Sobald du alle hast, scanne dein Handy am Aufzug und los geht's. Viel Spaß. Alle 5 Comics sammeln. Aber der VIP-Balkon, da muss ich hin. Okay, ich kann aber auf jeden Fall immer noch nicht mitmachen. Vielleicht dauert es. Was? Drücke Steuerkreuz oben, um das Taktikbewusstsein zu aktivieren und Zielmarkierungen anzuzeigen. So. Hier ist A irgendwo. Ach du Scheiße. Trifft die roten Ziele, nicht die grünen. 150 Punkte für den Sieg. Kein Problem. Warte, du willst mal die roten abschießen. Mach ich doch. Nein, warte. Ich wollte doch die roten abschießen. Hab ich? Ja, ich glaube schon. Aber ich weiß nicht. Die Leute, die kannst du auf jeden Fall nicht mehr sehen. Oh. Wie viele Punkte brauchst du eigentlich? Geschafft! Nicht schlecht, Kamala. Gar nicht schlecht. Und dieser Comic gehört jetzt mir. Einen haben wir. Hier ist noch einer. Okay, nee. Ich hab einen der Comics. Jetzt die anderen. Regina, hier würden wir uns auch wohlfühlen, oder? Ich ja. Du weißt nicht. Ich hab das Widows-Beispiel geschafft, Abu. Oh, und ich hab's verpasst. Du warst bei diesen Jahrmarktspielen schon immer sehr gut. Hä? Ich glaube, die Tür wird da auf. Ja, ah. Captain America und die Avengers? Kampf der Superhelden? Wow! Hulk zerstören! Also dann, es geht los! Hulk Smash, wa? Kamala, stark wie Hulk! Tja, wie Hulk. Hm. Ja, so. Nummer 2! Da hinten ist Nummer 3. Regina, willst du mal den Joystick nehmen? Hier. Alles gut, nein. Hier, nimm. So, Regina, und jetzt den Joystick? Ich hab, Papa, wie geht das? Ich drück grad an die Haken, aber ich hab grad keine Ahnung. Wenn du Steuerkreuz nach oben drückst, zeig dir, wo du hin musst. Wo ist Steuerkreuz? Ich hab vergessen. Steuerkreuz, auf deinem Controller. Was ist das Steuerkreuz? Jetzt hab ich das vergessen, okay, abzuziehen, Leute. Wenn ich abzuziehen. Okay, sie ist so irgendwo. Ach, Mist. Bist du okay? Nein, ich hab diesen Comic schon. Ich brauch noch den mit Captain America für mein Set. Warte mal, tauschen wir, wenn du Doppelte hast? Ja, klar. Cool, bis später. Ich glaube, den kriegen wir, wenn wir... Wo gab's denn den mit Captain America? Ach, den hast du noch gar nicht. Nee, ich glaube nicht. Hier gibt's den mit Iron Man. Meine Güte, Rip
Impulsorhandschuhe. Ich muss einen anprobieren. Ist jetzt cool gemacht, oder? Ja. Oh Mann. Papa, wie schießt man eigentlich, wenn ich jetzt schießen muss? Das ist so cool. L2 gehalten und R2 geschossen. Bitte was? Ist das gerade Tor? Ich hab Scheuigkeit, ist das. Oh, Verzeihung. Du bist sehr klein und kaum zu sehen. Doch du musst vor einem Sohn Odins nicht erzittern. Obgleich ich den Impuls verstehe. Wie heißt du? Kamala Khan. Aha. Und was ist das Ding da an deiner Hand? Oh, das ist ein hochdichter Mionenstrahl. Mark III Repulsorhandschuh. Tony Starks erste Liebe. Bei Odins Bart. Fast so respekteinflößend wie der Mann selbst, Oh, du bist witzig. Ja, das bin ich. Sieh her, eine wahre Waffe, die keiner Verbesserung bedarf. Oh, wow. Wer auch immer diesen Hammer hält und er oder sie seiner würdig ist, wird die Macht Thors besitzen. In der Tat. Der Unterschied zwischen Starks Firlefanz und göttlicher Macht. Ja, schon. Aber irgendwo muss jeder Held doch anfangen, oder? Ja. Ja, natürlich. Du bist sehr weise für deine jungen Jahre. Danke. Du aber auch. Kamala Khan. Ich werde mir deinen Namen merken. Unfassbar! Ich habe den Gott des Donners getroffen! Absoluter Hammer! Warte mal, guck mal nochmal. Heiß! Konzentrier dich! Ach da, er hat kein... Ah, wir brauchen bestimmt erst diesen von Thor. Da ist noch einer, C. Ich gehe mal zu C. Vielleicht ist bei C was Gutes. Genau, geh mal zu C. Ich liebe deine Haare. Du bist C. Fährt mal zum Friseur? Vor mir ist D, aber C ist da hinten. Soll ich dann erstmal D machen oder erst C? Ich mache einfach D, okay? Weil sieht aus, als rein. Müsste ich's versuchen, ist das D? Wenn ich den nächsten Comic will. Ja, das ist D. Kann ich's versuchen? Los, probier's, komm schon. Mach mal. Okay, Thor ist Hammer. Knapp. Fast würde ich es schon ziemlich gut. Hier ist dein Comic. Oh, danke. Aber eigentlich das war D, ne? Genau. Wieder ein Comic im Sack. Da, ja. Dahinter ist C. Das heißt das eigentlich. Guck mal, das Bild an da rechts. Geil. Voila. Darf ich mal da rein? Ich will auch so ein Bild sehen. Okay, da unten ist C. Da, wo ist ein C? Nicht vergessen. Die Autogrammstunde der Avengers. Ruhig, ruhig, warum sprintest du so? Wir haben noch Zeit. Cool, noch mehr Comics. Fallen Sie nicht auf Starks Theatralik rein. Das sind diese Wissenschaftler aus dem Fernsehen. Terrigen war für die Menschen. Kein Spielzeug für Milliardäre. Das gilt immer noch. Sie müssen sich bloß auf das Wesentliche konzentrieren. Unsere Arbeit wird die Welt verändern, George. Ich kenne Sie und weiß, dass Sie den Prunk nicht mögen, aber es wird sich lohnen. Er will Kontrolle und Profit. Das lassen wir nicht zu. Das ist Ihr Moment. Mit Starks Geld und Ihrem Verstand werden Sie der Held all dieser Menschen sein. Sehen Sie nicht, wie nah wir dran sind? Da steckst du. Bruce. Du warst heute Morgen auf einmal weg? Es gibt immer was zu tun. Ja, ich weiß. Was ist los? Nichts. Naja, bloß eine Kleinigkeit. Wir erhalten ziemlich merkwürdige Werte vom Reaktor. George, womöglich hatten Sie recht. Wir sind vielleicht ein wenig voreilig damit an die Öffentlichkeit gegangen. Was meinen Sie? Können wir die Berechnung vielleicht doch noch einmal durchgehen? Oh, ja, natürlich. Danke, tut mir wirklich leid. Hey, was machst du hier hinten? Oh, ich hab mich verirrt? Klar. Ich bring dich zurück zur Show, okay? Fast
Geschafft! VIP-Balkon, ich komme! Jetzt zu noch E. Eh. E wird da. Okay, ich weiß nicht, ich hab mir gemerkt, wo E ist. Vielleicht ist dein Freund. Welcher Bereich ist das? Da vorne. Oh, Captain America Bereich. Okay. Ja? Okay. Ja, ich da ist auch sein altes Schild. Oh, geil. Was ich lag da rechts? Du bist vorbeigelaufen. Da ist noch vier. Okay, ich mach. Ah, wieder sowas. So. Okay, ich geh mal hier ran. Oh nein. Originalschild. Der Schild, den Cap im Zweiten Weltkrieg Hitler ins Gesicht geschlagen hat. Ist das cool? Du stehst im Weg. Oh, Entschuldigung. Zu viele Pseudo-Fans bei dem Wettbewerb. Hey, wie kommt ihr darauf, dass ich kein echter Fan bin? Ich habe genauso das Recht, hier zu sein. Glaubst du echt, die Avengers lesen deine kleine Story? Zisch ab, Kleine. Nerv nicht, Junge. Wirklich so. Willst Mucke Mucke mit mir? Wenn der Mob und die Presse und die ganze Welt dir sagt, verschwinde, dann schlägst du Wurzeln wie ein Baum neben dem Fluss der Wahrheit und du sagst nein. Ihr verschwindet. Was? Wer hat das gesagt? Echte Fans wüssten das. Ja, von mir aus. Hauen wir ab. Ja, macht euch weg. Ziehen wir euch die Löffel lang, Junge. Ja, ich schenke ihn die Ohren und poppe ihn die Nase. Na toll. In die Nase. Keine Comics mehr. Oh. Also, wenn du mich fragst, ich fand das gerade ziemlich mutig von dir. Danke. Ich nehme an, du bist ein Captain Marvel-Fan. Sie ist im All, aber hätte dich bestimmt gern kennengelernt. Aber du bist Captain America. Ich bin Kamala. Kamala Khan. 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 In deiner Geschichte geht's um diese Kanalbiester. Die Kanalechsen, ja. Ja, ja. Die hat Thor richtig gut gefallen. Er hat erzählt, sie hatten in Asgard wirklich mal Kanalechsen. Ihr habt meine Geschichte gelesen? Jede, die eingereicht wurde. Das ist so cool. Hey, Cap, wir müssen auf die Bühne. Taunton wird langsam nervös. Hast du Thor gesehen? Er müsste doch längst da sein. Ich hab ihn gesehen. Also, vorhin, er war drüben am Stark-Stand. Aber da ist er wahrscheinlich nicht mehr. Ich hab gesehen, wie er wegging. Wer ist die Kleine? Ned, darf ich dir eine unserer Teilnehmerinnen vorstellen? Das ist Kamala Khan. In puncto fiese Kanalechsen ist sie Expertin. Oh, ja, genau. Hey, der Trick, den du mich da abziehen lässt mit dem Gullideckel, der ist ziemlich cool. Oh, ja, aber gegen die Sache mit dir und Madame Hydra war das doch absolut gar nichts. Das war echt Wahnsinn. wir sollten zur Bühne. Na klar. Hat mich gefreut, Kamala. Wir sehen uns, Kleine. Wir sehen uns. Das war Captain America. Und Black Widow. Ich sterbe. Den habe ich schon. Aber was jetzt? Was ist da in der Mitte? Vielleicht kann ich mit diesem Jungen tauschen. Ja, stimmt, der wird dir tauschen. Ja, ist bestimmt aufregend, wenn man die hier wirklich treffen würde. Papa, willst du weitermachen? Nee, mach mal ruhig. Hallo, ich möchte gerne bei dir tauschen. Hey, ich hab den Comic, den du wolltest. Super, tauschen wir. Ich mache gern Geschäfte mit dir. Das war's. Ich hab alle. Jetzt nichts wie rauf zum VIP-Balkon. Sammeln Sie die 5 exklusiven Event-Comics, um Zutritt zu unserem VIP-Balkon zu erhalten. Geschätzte Sammler. Guck dir mal die Dinger da in der Mitte an. Was sind das da? Nein, 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 zurück. Da, dahin. Da, wo der mit dem grünen Shirt steht. Was sind das da alles für Dinger in der Mitte? Stimmt, die habe ich ja gar nicht gesehen. Was ist denn das? Ach, das ist von Avengers. Shield. Ja, genau, da ist der Helicarrier. Helicarrier. Da, da, rechts ist der, rechts ist der. Warte, guck mal, kannst du nehmen. Da ist der Helicarrier. Helicarrier. Da arbeitet Shield. Genau, drück mal drauf, kann man da was lesen? Ich kann nur hier drauf drücken. Ja. Mach mal. Vroom!
So cool. Oh, mein Tierstein. Können wir noch eins machen? Okay. Nicht so schüchtern. Wollt ihr es mal versuchen? Ja, zeig deiner Freundin, was du drauf hast. Das Spiel sieht auf jeden Fall unglaublich schön aus, ne? Ja, wirklich. Okay, die rote Farbe auf dem Boden, die sieht schon geil aus. Sammeln Sie die 5 exklusiven Event-Comics, um Zutritt zu unserem VIP-Balkon zu erhalten. Was ist da links? Das andere links. So schön. Da. Oha, da ist das, was wir eben gesehen haben. Papa. Also, wohl groß, ne? Ob es wohl dieses neue Terrigen-Zeug benutzt? Heftig. Das ist hier. So, hier ist nichts mehr. Direktor Fury. Oh. Direktor, sind Sie gar nicht besorgt, dass der Reaktor Ihres Helicarriers dieses Terrigen nicht zügeln kann? Wir wissen Glauben nichts Sie über... Mir. Wir würden es nicht vorstellen, wenn es nicht absolut sicher wäre. Die Chimera sorgt für die Sicherheit und den Schutz der Avengers und von S.H.I.E.L.D., von beiden. Fury. Danke. Ach, Wahnsinn, das glaubt Bruno mir nie im Leben. Das? Hey, Kleine, sei vorsichtig. Oh. Okay. Hä, warum hat das gemacht? Weiß ich nicht. Oh, es ist das, was alle zu Avengers verwandelt hat. Oder, Papa? Nee, das glaube ich nicht. Thor ist ja ein Gott, der wurde ja nicht verwandelt. Beta, das ist der Aufzug zu deinem schicken Balkon. Ich schon viel gedrückt. Benutzt deinen Handy. Ich habe Preis gedrückt. Sesam, öffne dich, Comic Overlords! Was ist da? Oh, ein Düsenjet, oder was? Ist das Jet, was ah, das ist der Avengers-Dings, ne? Jet, Avengers-Jet. Ja. Ja, nochmal mit Disco. Okay, auf geht's auf den Balkon. Mal sehen, was da oben gibt. Hallo, Papa. Hallo, meine Tochter. Achso, hier ist ein Fahrstuhl. Papa, willst du noch weiter spielen? Ja, komm. Wir tauschen ab und zu ein bisschen geheim. Wir wollen beide gleich heute zwei große Errungenschaften feiern. Zum einen ist ja eine Gruppe... Das ist der schönste Tag meines Lebens. Freut mich, Peter. Psst, Cap spricht. Außerdem enthüllen wir eine neue, saubere Energiequelle. Terrigen. Das Zeug soll ziemlich stark sein. Erklären wird das jetzt der Mann, der es entdeckt hat. Dr. George Tarleton. Danke, Captain Rogers. Die Chimera wird von einem neuen Mineral betrieben. Terrigen. Vor 3 Jahren fand ich einen seltsamen Stein. Ja, in der Bucht von San Francisco. Nach einigen Tests war klar, dass dieses Mineral... Hallo, San Francisco! Statt der netten Leute, des guten Essens und der mangelnden Parkplätze. An der Sache mit den Parkplätzen arbeite ich. Schicke Tasche. Das ist Iron Man. Yeah. Oh nein, oh, was das sieht nicht gut aus. Wir müssen hier verschwinden, komm. Klingt ziemlich groß für einen Unfall. Unfälle gibt es nicht. Thor, Tony, seht nach. Sofort. Bleib dran. Mach den Quinjet klar. Für alle Fälle. Mach ich. Ah, der Quinjet, genau. Der Quinjet ist das. Dieser Avengers-Jet. Hast du gewartet? Ja, natürlich. Ich wollte dich aufholen lassen. Langsam wird die Sache richtig interessant. Beeilen wir uns. Na, geht doch. Thor, mach einen Weg auf der Brücke frei. Ei, ei. Los. Hier ist es wirklich... Nemo! Wir brauchen Verstärkung. Ihr seid unwürdig. Hey, ich bin Thor, Junge. Danke, also, ich kann jetzt zu zweit schon eingehen. Tony, Thor, wie ist euer Status?
Staatliche in Gefahr. Iron Man und ist schon viele kleine, hier, wütende Männer mit Gewehren. Ich hab mir einen Bus eingefangen. Vielleicht hätte ich heute Morgen mehr Frühstück. Thor, danke für die Hilfe. Da sitzen Zivilisten fest, hinter der Barrikade. Verstanden. Bleibt hinter mir. Ich kümmere mich darum. Wir helfen dir, Thor. Haltet Dreieck, um einen Powerangriff auszuführen und Barrieren zu zerstören. Was heißt das? Das wird lustig. Zum Ziel. Oh. Thor, mit wem haben wir es hier zu tun? Wir haben sich nicht vorgestellt. Moment mal. Das sind Waffen von S.H.I.E.L.D. Ich funke Commander Hill an. Cap, die haben das nicht ohne Grund heute gemacht. Sehe ich auch so, Bruce. Ich bleibe auf der Chimera, bis wir wissen, was hier läuft. Boah, ich bin wirklich Thor, Junge. Was ist das hier? Weiß ich nicht. Ich dachte, das wären Bomben. Bleibt in Deckung. Hilfe ist unterwegs. Neue Ziele, Leute. Tötet den Gott. Wir verlieren Leute. Hey, Moment, Donner Gott. Oh, jetzt kommt noch. Ich hab gesagt, dass nur du den ganzen Spaß haben darfst. Oh, warte. Wie kann ich hier was sehen? Drück mal was, Eugene. Ich muss zugeben, das war ziemlich beeindruckend. Kannst du was drücken? Überrascht dich das? Also, in dem kann ich nicht. Habe ich das so gemacht? Nee, ich. Oh, übermütig. Gelingt mir. Kann ich gerade nicht. Ich hab alles kaufen, aber ihm tut das noch nicht. Kannst du nichts drücken? Nein. Ich kann nichts machen. Achtung! Mehr. Schilde. Niedlich. Guck mal, 50%. Also, ich verliere ein Schild, aber ich kann ihn gar nicht zu dem heute Morgen gestohlenen S.H.I.E.L.D.-Konvoi passen. Stand das in einem von Furys Berichten, die ich nie lese? Komm schon, Tony. Die sind wichtig. Okay, von mir aus. Pulsarraketen? Zum Glück hat Fury meine beste Tech an einem Ort gelagert. Diese Raketen verursachen eine Menge Schaden. Ja, ich weiß. Ich habe die verdammten Dinger gebaut. Das ist schwer. Die nächste Ziel ist schwer. Deckung bleiben! Alles klar. Welcher von euch B-Movie-Statisten hat auf mich geschossen? Avengers, der Konvoi transportiert geheime S.H.I.E.L.D.-Prototypen. Fury beschafft die komplette Liste. Hill, wie geht's der Katze? Sagen Sie Fury, dass ich wirklich gern mit meinen eigenen Waffen beschossen werde. Wir halten Sie auf dem Laufenden. Und gut geht's gut. Und auf L2 zielst du. Ich wusste nicht, dass Sie den Teil gehört haben. Ich weiß nicht, weil ich verschieße. Gib mal R2. Man sollte meinen, diese Idioten müssen mittlerweile fliehen. Oha. Ich glaube, die sind uns einen Schritt voraus. Hier ist noch was anderes im Gang. Oh. Oh nee. Hat sie jetzt nicht gefallen. Also gut.
Wer hatte die tolle Idee, Shield Trucks mit Geschützen zu bestücken? Tony. Ach ja, ich. Mach erstmal die großen Kanonen kaputt. Wo willst du hin? Auf Kreis kannst du ausweichen, ne? Was ist da unten los, Tony? Ach, gar nichts. Alles super. Ich hoffe nur, die Jungs haben keine... Ich nehme es zurück. Sie haben Pulsarpanzer. Das Schiff ist nicht flugbereit. Wieso bewegt es sich? Jemand hat die Sicherheitsprotokolle initialisiert. Der Autopilot der Chimera hat übernommen. Du brauchst Unterstützung. Wir kommen zurück. Negativ. Sichert die Brücke. Die Waffen dürfen nicht in die Stadt. Verstanden. Du bist dran, Bruce. Ja. Erstmal darüber springen, bevor du schlägst. Ich hatte heute mit viel mehr Fanclubs gerechnet. Und doch. Kuchen. Konzentrier dich, Tony. Und noch ein. Jawohl. Und noch ein. Was ist denn los? Weg mit mir! Die Panzer setzen der Brücke ziemlich zu. Sie stürzt doch ein, wenn wir die nicht ausschalten. Beeil dich, Großer. Hier kann sie nicht mehr einstecken. Was? Oh, der Klassiker. Grüne. Ich sehe ihn. Halt, ich setze mit dem Queen Jet zur Landung an. Deine Erfindungen sind gefährlich, Stark. Hey, diese Waffen waren für die guten Jungs. Findest du das etwa komisch? Nicht jetzt. Wir werden gebraucht. Cap, was geht da vor sich? Ich weiß es nicht, Ned. Anscheinend hat der Reaktor eine Fehlfunktion. Ich sehe seltsame Werte.
Wir driften zu einem Wärmesignal in der Bucht. Ned, er wird die Stadt zerstören. Wiederholen, Cap. Ich kann dich kaum hören. Ned, kannst du mich hören? So, jetzt mache ich wieder. An alle Einheiten! Die Chimera wird angegriffen! Evakuiert die Zivilisten! Oh oh. Granate! Los, los, los! Steve, kannst du mich hören? Gulasch aus euch! Torten, sind Sie da? Die Verbindung bricht ab! Captain, wir haben ein Problem! Ich weiß, Doc. Sie versuchen, die Chimera zu kapern. Nicht! Solche Messlatten habe ich noch nie gesehen! Ich komme so schnell ich kann! Oh, das machen wir noch. Das ist ein RPG. Aber... Du sollst ja was machen. Was? Halte Kreis, während du... Hä? Ah! Warten, ich brauche ein Update! Der Reaktor stabilisiert sich nicht! Die Terrigen-Molekularstruktur zersetzt sich zu einem Gas! Etwas speist Energie von unten in den Reaktor! Das ist außergewöhnlich! Keine Sorge, Jungs, ich habe genug Zeit für euch alle. Gott, ich melde mich gleich wieder! Das Schiff hält nicht mehr lange durch! Ich versuch's, ich! Torten! Torten! Avengers, hört ihr mich? Was ist da draußen los? Was seid ihr denn? Doch. Avengers, Bericht! Bob. Gute Nacht, Schnäppchen. Ich hab den Hirten im Visier. Den Hirten? Avengers, bitte komm. Der Konvoi transportiert eine tödliche Schalldisruptorbombe. Unsere Feinde wollen sie in der Stadt zünden. Wir stürzen ab. Ich wiederhole, eine Schalldisruptorbombe. Ihr müsst sie sofort sichern. Hey. Eine Schallbombe? Soll das ein Witz sein? Die UN hat die vor Jahren verboten. Dann sehen wir uns das doch mal an. Das nenne ich mal einen Auftritt. Taskmaster? Taskmaster. Oh, Taskmaster, Entschuldigung. Wir brauchen den Zünder. Wenn die Bombe hochgeht, wird alles im Umkreis von 10 Meilen verflüssigt. Also, worauf warten wir noch? Gesichert.
wird das den ganzen Tag machen. Ich habe hier ganz seltsame seismische Werte. Tommy, LKW! Verstanden. Heftig. Aber ich kann das machen. Hungrig? Oh. Ich nehme das hier. Jetzt wird der Haut abgeschnitten. Das ist abgeschnitten, damit man besser essen kann. Dass ich besser essen kann. Ja. Ich hatte gehofft, dir zu begegnen. Komisch. Ich habe an dich überhaupt nicht gedacht. Komm und hol's dir. Mit die Waffe. Macht dir keine Hoffnung, ich bin die Geborene Romanov. Weiter geht's, Bruder. Nicht so schnell! Au! Mann, man schlägt kein Mädchen! Ehrlich? Komm, Faustkampf! Ey, das Schild zählt nicht. Ich hab ein kleines Jetpack kaputt gemacht. Und das Schwert auch nicht. Spielt keine Rolle. Ich hab das hier. Verdammt! Gib's mir! Machst du dir wieder Notizen? Was? Ach, komm schon. Je mehr ich kämpfe, desto mehr lernst du, was? Stimmt's? Das nennt sich fotografische Reflexe. Es nennt sich einfallslos. Nein. Tritt, mein Freund. Erstmal den Ring gehen. Und tritt. Bup, 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 bup. Schieß auf deinen Kopf, das ist mal 36 Schlag. Ich hab 26. Dein Tanz endet hier. Was denn jetzt? Hä? Oh. Drücke R2, um mit Brittles Haken Angriffe mit blauen und gelben Indikatoren zu kontern. Um den Haken zu benutzen. Ist sicher frustrierend, immer einen Schritt hinterher zu sein. Du willst die Chimera, oder? Was wirst du damit machen? Sie an den Höchstgebenden verkaufen? Ich will mir gar nicht ins Gesicht getreten. Ja. Und das wäre? Ich will die Überraschung nicht verderben. Oh Gott. Du gibst mir ein paar Uppercut, der war frisch. Er war zu frisch. Aber der hat zwei Beine in der Maske. Jetzt schlagen. Huch. Ein 36 habe ich ihm gegeben. Gut. Auf Kopfschuss. Da machst du 36er. Also das sind sogar Headshots. Kein Haken. Wir haben 36er gut. Das macht sogar gut. Versuchst du noch immer, es zu verstehen? Gibst du auf? Keine Chance! Hä? Mein erster Schuss ist geschlagen, weil du das Leben verloren.
Okay. Ich glaube auf Titan muss ich schießen. Oh, da versuchen wir mit dem King Haken ranzuziehen. Also, wo hat dich deine Ermittlung hingeführt? Du bist nicht der Kopf hinter dieser Sache. Und das hier riecht nach Ablenkung. Schluss mit dem Gerede. Schattenschleichen. Feigling! Was ist denn? Magst du keine Überraschungen? Mach dir nächstes Mal bessere Notizen. Das hast du wohl kommen sehen, was? Glaubst du, du hast gewonnen? Wovon verdammt nochmal redest du? Sieh dich um, Romanov. Die Welt wird sich an diesen Tag erinnern, als ihre Helden sie im Stich gelassen haben. Leute, jetzt mal kurz, ich muss jetzt. Was passiert hier? Die Stadt stürzt ein. Verdammt, das war ein Trick. Steve, hörst du mich? Verschwinde da, los! Peter! Scheiße! Warte, das ist so schlau. Mein Laub ist gerade weg. Nein. Okay. Vor 5 Jahren stellten die Avengers der Welt unerprobte gefährliche Technologie vor, die Schaden in nie dagewesenem Ausmaß anrichtete. Der von uns allen geliebte Captain America kam während des versuchten Diebstahls dieser Technologie ums Leben. Tausende weitere Unschuldige starben und unzählige sind gezeichnet von den Ereignissen des A-Days. Hunderte erkrankten und wurden in seltsame Kokons gesperrt, aus denen sie mit gefährlichen weltfremden Kräften wieder hervorkamen. Ohne eine bekannte Heilung hat sich die Krankheit im ganzen Land ausgebreitet und während sowohl S.H.I.E.L.D. als auch die Avengers versprachen, die Situation zu bereinigen, war es Dr. Banners Aussage, die das Ende einer Ära herbeiführte. Ihre sogenannten Helden haben San Francisco in eine hochinfektiöse Quarantänezone verwandelt. Sie haben mächtige Wesen entfesselt, die unsere Nation verwüsten. Viele Kranke lauern noch unter uns, unidentifiziert. Also frage ich Sie nochmal, Dr. Banner. Sind die Avengers eine Gefahr für die Gesellschaft? Ja. Ihre Aktivitäten wurden verboten und die einst mächtigen Helden gingen verschiedene Wege. Aber aus der Tragödie wird Hoffnung geboren. Nach der staatlichen Auflösung von Stark Industries glaubt Dr. George Talton, selbst ein Opfer des A-Day, und Gründer von Advanced Idea Mechanics, dass Wissenschaft die Lösung für die Probleme unserer Nation ist. Ich wünschte, ich wüsste, was Captain Rogers widerfahren ist, aber ich war weit vom Reaktor weg. Ich habe keine Antworten, aber eins verspreche ich Ihnen. Ich werde dank dieser zweiten Chance für Ihre Sicherheit sorgen. AIM findet ein Heilmittel für die Inhuman-Krankheit. Tröstende Worte an die Familien, die von der Krankheit zerrissen sind. Aber ist er zu selbstbewusst? Viele kritisieren die Taktik von AIM. Diese sogenannte Resistance-Armee wird jeden Tag stärker. Ich bin Phil Sheldon und berichte live vom A-Day-Jubiläum. Sie wollen einfach nicht sehen, was wirklich passiert. Jetzt kommt schon. Wo seid ihr denn hin? Es muss hier einen Hinweis geben. Hallo, ihr. Wenn ihr es rausfindet, kopiert alles. Wir finden euch dann. So ist es besser. Wow, Retro Stark. Können wir kurz reden, Beta? Ja, klar. Die Mädchen brechen bald zur Moschee-Freizeit auf.
Es ist noch nicht zu spät, mit Ihnen mitzufahren. Das war heute? Kamala, wir haben das besprochen. Auf die Freizeit mitzufahren ist die Gelegenheit, hier rauszukommen. Mal durchzuatmen, zu lachen. Nakia wird sehr enttäuscht sein, wenn du nicht fährst. Du hast recht. Ich überleg's mir. Gut. Sehr gut. Sie haben da auch Eiscreme. Oh, und das Beste ist, es gibt keine Jungs, also viel Spaß. Ich hab dich lieb. Ich dich noch mehr. Aber du verstehst nicht. Okay, wo waren wir? Passworthinweis. Erste Liebe? Oh! Was? Komm schon, Kamala, du schaffst das. Oh, klar. Ja. Verdammt! Kommt schon, Jungs. Oh nein. Das kann doch nicht. Oh mein Gott, ich bin drin! Ich bin drin, ich glaub's nicht! Oh, ja. Alles kopieren. Gesegnet sei dein Riesen-Ego, Tony Stark. Was ist das? Nicht, nein! Nein, nein, nein! Oh, gesperrt! Ich weiß, dass hier ist was. Ich muss ins Hauptquartier. Da habe ich wohl jemanden aufgescheucht. Ich muss zum Hauptquartier und rausfinden, was auf dem Stick ist. Gino, machst du kurz Pause? Ja. Gut, ich glaube, für die erste Folge reicht das. Ja. Dann werden wir die Folge jetzt einmal beenden. Ich weiß nicht, ob wir in der nächsten Folge noch zu zweit spielen. Ich hoffe mal. Weil auf der Verpackung steht ein Spieler. Habe ich gerade gesehen. Oh. Deshalb, Oder wenn wir machen das so, eine Folge spielt so, eine ich, eine du. Oder weiter. Ja, wir werden sehen, ob wir vielleicht so weiter spielen, wie wir jetzt gespielt haben, immer abwechselnd, dass wir zu zweit spielen, aber halt im Wechsel. Oder ob ich da nur noch alleine spielen werde, ohne Eugenio, oder ich weiß es nicht. Ich rede das gleich mal mit Eugenio, ich rede das gleich mit ihm durch. Und dann werdet ihr sehen, wie es weitergeht. Jedenfalls bedanken wir uns fürs Zugucken. Ja. Bis jetzt der erste Eindruck, Eugenio? Geil. Geil, ne? Hammerspiel, Junge. Mhm. So lange drauf gefreut. Jetzt haben wir es endlich. Ja, dann danke fürs Zugucken. Seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Schau, lasst einen Daumen nach oben und ein Abo. Ciao, ciao. Bis dahin. Ciao, ciao.